So, dann machen wir uns mal auf den Weg zu unserer Almhütte. Fährhausalm, Gronener Fährhaus. Die Hütte ist jetzt in der dritten Saison dabei. Und dieses Jahr ist die Hütte umgezogen, weil wir die nämlich ganzjährig stehen lassen werden da oben. Wir haben von November bis Februar haben wir immer unsere Hüttengaudi in der Fährhausalm mit DJ und verschiedenen Live-Acts. Das sind Dubis, Andreas Gavalier oder DJ Ötzi zum Beispiel. Das ist eine tolle Location, eben, um eine Weihnachtsfeier auszurichten. Man braucht sich um nichts zu kümmern. Wir machen alles, das ganze Rahmenprogramm mit Animationen von Wettmelken über eben Rudelsingen und Rudern. Solche Geschichten machen wir da oben in der Fährhausalm. Und der große Vorteil ist dafür, dass wir sie jetzt dieses Jahr ganzjährig stehen lassen oder ab diesem Jahr ganzjährig stehen lassen. Man kann die Hütte auch mieten oder eben reservieren für Geburtstage, für Betriebsfeste, aber eben auch für Tagungen. Ist immer was anderes. Platz für 150 Personen hat man in der Almhütte. Wir haben daneben auch noch eine Eisstockbahn, wo man sich dran betätigen kann. Und jetzt neu dazugekommen haben wir an Sonntagen immer unser Frühstück in der Fährhausalm. Ab 9.30 Uhr kann man eben in diesem Panorama mit den Tannen rundherum, kann man sich ja sicherlich gut vorstellen, im Winter toll den Sonntagsmorgen genießen in der Fährhausalm. Ab 9.30 Uhr bis 13 Uhr haben wir immer unser Frühstück hier oben und das wird auch schon ganz gut angenommen. Unabhängig jetzt von unserer Hüttengaudi bleibt die Hütte ja, wie gesagt, ganzjährig stehen, sodass man die Hütte eben auch für Betriebsfeste, für Geburtstage, für eben auch Tagungen nutzen kann. 150 Personen finden da drinnen Platz, ist schön kuschelig, ist eben eine richtig schöne Après-Ski-Atmosphäre. Aber wie gesagt, auch im Sommer kann man diese Hütte nutzen. Demnächst bekommen wir auch noch einen kleinen Glockenturm oben drauf. Wir haben schon die ein oder andere Anfrage für Hochzeiten auch, das Ganze so ein bisschen rustikal zu gestalten hier bei uns in der Almhütte. Und ja, kommen Sie einfach vorbei, informieren Sie sich oder eben auf unserer Homepage. So ist der Eingang zu unserer Almhütte. Hier vorne im Eingang ist schon eine unserer besten Mitarbeiterinnen, ist die Ella. Das ist die Kuh, die immer gemolken wird. Gerne zu den Hüttenveranstaltungen, Hüttengaudi, aber eben auch am Sonntag zum Frühstück. So, hier drinnen sieht man auch schon, wir haben unsere DJs, das sind die Party-DJs. Wir haben hier ordentlich Lichttechnik verbaut, sodass es hier zur Hüttengaudi immer ordentlich abgeht. Hier wird gefeiert, also im Grunde genommen, hier ist man in einer anderen Welt. Das muss man wirklich so sagen. Sobald die Leute hier drinnen sind, wird auf den Bänken gestanden, getanzt, gefeiert und das Ganze eben von 17 Uhr bis 23 Uhr. Wir planen noch zusätzlich unser erstes Starkbierfest in der Almhütte. Da werden wir mal einen Künstler haben, ja, wie sagt man so schön, der auf Funk und Fernsehen bekannt ist. Das ist von den Klostertalern, der Gerry. Der macht hier ein dreistündiges Programm. Und wir machen eben Fassanstich mit einem Paulaner Starkbier. Wie gesagt, das erste Gronener Starkbierfest findet am 28. März statt. Das ist der Außenbereich von der Almhütte. So wie heute Abend zum Beispiel, wenn die Hüttengaudi losgeht, haben wir ab 17 Uhr den Empfang hier draußen. Kann man schön zu der Jahreszeit, zu der kalten, einen schönen heißen Glühwein genießen oder eben auch einen heißen Kakao. Und nebenbei eben noch sich an der Eisstockbahn betätigen. Wir haben hier zwei verschiedene Spiele, die man hier machen kann. Und das ist eine schöne Geschichte, um eben in Weihnachtsfeiern in zwei Gruppen zum Beispiel anzutreten und sich hier, bevor man dann reingeht und ordentlich schlemmen kann, sich hier einfach noch mal dran auszulassen an der Eisstockbahn. Und ja, wer sich mal für unsere Almhütte auch am Tage interessiert, gerade mit Kindern und Familie, eben nicht bei Hüttengaudi oder Après-Ski-Party, der ist herzlich eingeladen, zukünftig jeden Sonntag von 9.30 Uhr bis 13 Uhr an unserem Almfrühstücksbuffet teilzunehmen. Für 13,90 Euro können Sie hier nach Herzenslust schlemmen, inklusive Kaffee, Orangensaft. Wie gesagt, sind herzlich eingeladen, einmal vorbeizuschauen, um sich mal einen Eindruck von unserer schönen Almhütte hier zu machen.